Hallihallo und willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. Wir sind in Deutschland, in Bremen unterwegs und versuchen, die Stadt vor Aliens zu retten. Und die Bevölkerung ebenfalls. Ja, und wir haben zu guter Letzt doch noch ein kleines Problem gekriegt. Die Aliens haben doch nochmal einen Trupp aufgestellt, mit dem ich mich jetzt gerade rumbalgen muss. Ich habe nicht allzu viele Möglichkeiten zu ballern, außer hier. Das sieht gut aus. 71%. Das gibt Schaden. Sehr schick. Ja, die anderen sind vielleicht doch ein wenig weit weg und aufgeteilt. Ich würde sagen, wir verkrümmeln uns hierher. Overwatch, falls der Feind um die Ecke huscht. Von hier oben können wir auch Overwatches machen. Halbe Deckung, das ist nicht genug. Ja, dich lassen wir mal nicht da hinten stehen. Das ist vielleicht die schlechte Variante. Jetzt brauchen wir dich vorne an der Front. Also nicht ganz an der Front, aber zumindest in der Nähe von unserem... Wie nennt er sich? Scout, genau. Wir müssen da durch die Tür. 38, also ich glaube... Ich habe hier eine ganz tolle Idee. Wir ziehen uns zurück. Oh, zurück. Da habe ich nicht aufgepasst. Da war doch noch einer im Overwatch. Ist ja mal wieder gut gegangen. War mal wieder unaufmerksam. Das rächt sich normalerweise, vor allem wenn man jetzt auf etwas schwereren Einstellungen spielt. So, hier Overwatch. Mit dir kann ich erstmal nicht viel hantieren. Schon wieder. Deshalb stellst du dich auf die andere Seite. Einfach mal rüber. So. Netter Versuch, jetzt nochmal mit Treffen. Oh, 44%. Geht da was? Geht da was? Ein bisschen Schaden machen? Ja, sehr schick. Damit ist der Feind fast sicher ein One-Shot. Der hier nicht so. Der könnte gefährlich werden. Ja, unser armer Scout wird gerade wieder sehr, sehr eingeschüchtert und unterdrückt. Gibt es irgendwelche sicheren Schüsse? 91% ist eigentlich ein ziemlich sicherer Schuss. Das nehmen wir. Sehr gut. Zweiter Abschuss für dich. Bedeutet natürlich auch mehr Erfahrungspunkte. Hier können wir vielleicht nochmal 3-4 Schaden einschießen. Ich hab's dir fast gedacht. So. Wir könnten von hier Run and Gun mäßig uns dahin stellen. Das ist vielleicht sogar eine der guten Ideen, die ich habe. Auf Tuchfühlung, weil das könnte sogar sein, dass das der letzte ist. Keinen gesehen. 100% Trefferchance. Und du kriegst auch nochmal einen Abschuss. Commander, the operation was a success. Ja, lief doch noch ganz gut. Trotz der vielen, vielen unnötigen Verletzungen, die wir eingesteckt haben, bin gar nicht mal so unzufrieden. Wir haben gar nicht so viel gesprengt an Gegnern, also am Anfang schon, aber ein paar haben es ja doch noch so weit geschafft, intakt zu bleiben, zumindest von den Aliens her. Okay, hier er will auch noch aufsteigen, die anderen nicht so, aber das ist zumindest mal ein guter Anfang. Etwas Geld. Leider reicht es noch nicht. Aber ich könnte direkt mal die Beförderungen machen, weil sonst summiert sich das wieder in einer anderen Folge auf und das dauert dann wieder ewig, bis ich mich da entschieden habe. So, Medic! Suppression, Executioner oder Feldoperationen. Ich glaube, Feldoperationen finde ich gut für einen Medic.
hat zwar Trefferpunkte gesammelt und ist ein richtiger Tank, allerdings, was er nicht hat, ist Schussfähigkeiten. Zumindest ist er mental recht stark, 44, das haben die anderen noch nicht so. Dann Mulder. Leider keine Kills, schade. Was mache ich aus dir? Besondere Koryphäe bist du nicht. Also ich glaube, ich mache aus dir einen Soldier. Zweimal schießen ist halt einfach... Zweimal schießen. Auch so eine Bank. 6 Lebenspunkte von Natur aus. Kannst auch gleich die schwere Rüstung tragen. 8 Punkte. Damit kann man dich schon einmal ins Feuer stellen. Nur kurz, aber das geht. Oder ginge. Ich will es vermeiden. Gut. Hier geht's weiter. Scannen und hoffen, dass wir noch mal ein bisschen Geld zusammenkriegen mit irgendwas. So bekommen wir zumindest Engineers. Ja, warum nicht? Kann man gebrauchen. Ja, endlich! The new engineers arrived this morning, Commander. Ja, sehr schön für dich. Ja, sei glücklich. Ihr habt doch gar nichts zu tun gehabt. Nicht wirklich. Auf den Hangar, da wollte ich eigentlich hin. Ja. Egal. Wir werden hier die Ausrüstung ändern. Die anderen kriegen das auch noch. Aber die beiden sind halt eben momentan die Jagdfähigen. Die können da gut zeitnah wieder in den Himmel fliegen in 7 Tagen. 7 Tage später, oder beziehungsweise in 7 Tagen kann auch Giggles. Und Trigger braucht ewig, bis er wieder fliegen darf. Tripper. Egal. Ja. Reisen wir weiter in der Zeit. Sehr schön, Lift fertig, wir brauchen Geld. Engineers, ja, Engineers sind toll, ich weiß, die finde ich gut und so weiter, aber jetzt reicht's, ich brauche Geld. Ich werde jetzt was verkaufen, ich weiß noch nicht genau was, am besten ein paar von denen. Ja, 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 ja. Ja, ich weiß, dass sie es nicht mögen wird, aber ich brauche Geld. Was könnte ich noch loswerden? Illyrium. Komm, wir geben ein bisschen Illyrium aus. Oh, das könnte zu viel sein. Wir brauchten eigentlich nur 70, hatten schon 30 geholt. Nicht mehr als nötig verkaufen. Ja, passt. So, wir haben es geschafft. Wir haben das Geld, das wir brauchen, um hier einen Thermogenerator aufzustellen. 21 Tage. Dauert also noch ewig, aber je früher wir anfangen zu bauen, umso früher sind wir fertig. Deshalb war es mir ein großes Anliegen, jetzt auch das Zeug zu verkaufen, um das zu finanzieren. Damit wir nachher genug Strom haben, um den Feind entsprechend auch zumindest Gebäude entgegensetzen zu können. Noch ein Ingenieur. Sehr schön. Waffenfragmente für Ingenieur. Unsere Forschung brauche ich ewig. Die werden nie fertig in diesem Leben. You're telling me that we should risk the lives of our troops so we can take one of these things alive. Yes. Without a live specimen, I'm afraid we've reached the pinnacle of what my team is able to accomplish. And how do you suggest we do this, Doctor? The autopsy I've just completed confirms that the alien's physiology is quite similar to our own. A highly concentrated electrical current delivered at close range should cause neuromuscular... Close range? And what happens if it doesn't work? Do you really think this is worth the risk? I do. We do not know our enemy. How can we hope to stop something that we do not understand?
If we can capture one of these creatures alive, we may be able to communicate with it. And interrogate it. Find out what they want. Where they're operating from. Yes. That possibility outweighs all risks, in my opinion. I can construct a safe enough facility to house our captive, but I do not know how we could possibly communicate with it. Not to worry. I will see to that. All right. I'll speak to the commander. Jawohl, und das wird er wohl auch jetzt machen, mit uns plaudern. Und wir werden ein neues Forschungsobjekt aufsuchen. Ja, falls ihr es nochmal lesen wollt, einfach mal die Pausentaste bemühen und euch das anschauen. Wir haben ein Targeting-Modul, beziehungsweise wir können das bauen. Wir können den Alien-Container bauen. Ja, da haben wir aktuell nicht genug Geld. Oh Gott, Illyrium. Gut, wir haben jetzt ein bisschen was verkauft, aber selbst die Forschung würden wir überhaupt nicht anstreben, denn wir würden jetzt 2 Monate für Illyrium forschen. Das machen wir, wenn wir mehr haben von irgendwas. Wir könnten die Sexoiden erforschen. Laserbeam. Scout-UFO. Verbesserte Rüstung. Oder Xenogenetics. Ich würde sagen, wir brauchen erstmal hier die Rüstung. Brauchen wir die Rüstung eigentlich wirklich? Die meisten von unseren Leuten haben überdurchschnittlich Trefferpunkte. Die anderen, die sind sowieso beim Angucken gefährdet. Also würde ich sagen, bei diesen Extremen gehe ich doch lieber gleich auf die Bewaffnung. Und von einem Zeitfaktor her ist es kein Unterschied. Also nehmen wir Bewaffnung. Beamlaser, dann können wir uns Lasergewehre bauen. Das sollte unsere Effektivität im Kampf etwas steigern. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal wieder in die Zukunft. Ja, wir sind gerade im Umrüstmodus, also können wir hier nicht eingreifen. Lassen wir ihn mal machen. Wir verlieren wahrscheinlich demnächst wieder einen Satelliten. Und dafür bauen wir die Dinger ja auch die ganze Zeit. Wissenschaftler brauchen wir. Wir forschen zu langsam. Ach komm, das ist nicht fair. Ignorieren wir, scannen wir weiter. Zweites UFO, das uns so durch die Lappen geht. Eine Werkstatt. Jetzt wird's billiger, das Produzieren. Ein bisschen zumindest. Ja, das sagt er schon mal. Ich wechsle noch schnell mal zu ihr rüber. Ah, die sagt jetzt mal nichts. Gut. Nee, falsch. Ich wollte das hier schauen. Wir haben Repair Bay, Workshop. Was wir noch nicht haben, sind Labore. Da ist die Frage, wo setzen wir die Labore hin? Ich glaube, hier in dem Sektor wird jetzt erstmal Workshop, noch ein Workshop hingemacht und die Gießerei. Ich könnte hier einen Verbund machen, von wegen, also eine Kette machen, von wegen Energie. Da könnte ich hier zum Beispiel Labore hinsetzen. Auf der anderen Seite habe ich dann noch frei, alles andere hinzustellen. Ich glaube, das klingt gar nicht mal so verkehrt als Plan, aber wir müssen eh erst abwarten, bis der Generator steht. Von daher ist sämtliche Planung erstmal müßig. Nee, zu teuer. Ich habe gar nicht mehr so viele Waffenfragmente und für einen Ingenieur mache ich das jetzt erstmal nicht. Our satellite is prepped and standing by for launch. We are ready to deploy it on your orders. Ja, super. Dann schieß doch mal hoch. I still can't believe Dr. Vaughan expects our troops to try to bring one of those things back here in one piece. Much less alive. So, die 3 Satelliten hängen, das passt, wir haben keinen weiteren Platz frei, also war nur noch unsicher, nicht dass einer von Alien-Raumschiffen, die vorhin da waren, mir irgendwas kaputt gemacht haben und ich habe es nicht bemerkt. Medium, herzlichen Dank.
Okay, Phoenix-Kanone. Cobra, übernehmen Sie. Nein, wir werden erstmal mit Scooter schießen. Der ist sowieso der erfahrenste Pilot, den wir haben. Der kann auch die neue Kanone mal ordentlich testen. Und wenn wir da eine Chance haben, schicken wir die anderen auch noch. Okay, keine Chance. Das ist jetzt eine entscheidende Frage. Schicken wir nochmal jemanden hinterher, der den ärgert oder nicht? Ich bin dagegen. Die Dinger sind zu groß und zu schwer. Die schaffen wir nicht. Französischer militärischer Konvoi. Das ist eigentlich immer ganz angenehm als Mission. Ja. Setzen wir schon mal an. Wir werden jetzt mal die Elite wieder mitnehmen, die wir haben. Dort, der sich leider nicht so gut verstecken kann. Aber den nehmen wir mit. Wir brauchen die Scouts. Motion Tracker natürlich mitnehmen. Sehr gut. Dann brauche ich... Bei der Mission hätte ich gerne einen guten Sniper dabei. Nehmen wir aber auch ihn hier. Sie hier. Dann... Infanterie. Infanterie. Könnte ich Van Dorn eigentlich mitholen. Aber ich glaube, ich hole hier mit anderes mal mit. Brauche ich einen Medic? Ich würde sagen, ja. Was brauche ich noch? Gunner? Soll ich einen Gunner mitnehmen? Ja, komm, Gunner macht Sinn. Die werden noch ein bisschen länger brauchen, die beiden. Scout habe ich aber dabei, also von daher kein Problem. Engineer. Könnte nützlich sein. Nehmen wir noch einen Engineer mit, dann hätten wir das Ganze voll. Engineer darf auch gleich seine Granaten mitnehmen. So, schön. Gut, Medic hat die Rauchgranate und den Medikit dabei. Sniper, da können wir nochmal aufbessern. Ich will einen Scope. Verdammt. Neuer Versuch, ich will einen Scope. Ah, da ist das Ding. Vielleicht habe ich es vorhin auch nur übersehen. Infanterie könnte damit bleiben. Gunner auch. Ja. Ich muss langsam dafür sorgen, dass ich mehr Soldaten ins Feld schicken kann. Ich brauche die Offiziersschule. Aber vorerst muss es so gehen. France is sending an urgent mission request. Ja, das kennen wir schon. Das ist eine ganz übliche Standard-Ratsmitgliedsmission. Also keine Standard, also diese eine der speziellen Ratsmitgliedsmissionen. Und danach wird es sich dann wahrscheinlich ergeben, dass wir gegen die Exalt auch antreten müssen. Das ist so der Einstieg der Exalt in das Kampfgeschehen. Naja. Ich hätte gehofft, die Mission dauert noch ein bisschen länger, also bis die kommt. Widespread speculation about this ambush on a French military convoy, but we don't have much to go on. Our primary concern is the Council Intel report indicating alien activity in the area. We need to secure the site and look for some clue as to what happened here. New objective received. Jawohl. Wie wir uns in dieser Mission schlagen werden, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.